Faschist und Nazi, das sind spätestens seit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen die gängigen Bezeichnungen für den dortigen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. Das habe ein Gericht ausdrücklich erlaubt. Aber stimmt das überhaupt? Zumindest nach Auffassung eines führenden Juristen ist die Berufung auf das Faschistenurteil eine ziemlich dreiste Lüge. Weshalb erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche Kompakt. Und das sind unsere Themen. Aufmarschgebiet Deutschland. Was verschweigen die USA bei Defender Europe? Fällt ihr auf, dass der Gast USA die Auskunft gegenüber dem Gastland Deutschland verweigert? Beifall für die Linke. Wie steht die AfD zum NATO-Austritt? Dass sie eben nichts mehr verteidigt, sondern eigentlich nur ein Erfüllungsbündnis geworden ist für den amerikanischen Hegemonialanspruch über die ganze Welt. Angstzone Bahnhof, was die Deutschen am meisten fürchten. Zum Beispiel, dass jemand eine Treppe hinuntergestoßen wird, vor einen einfahrenden Zug gestoßen wird. Angriff auf die Demokratie, Merkel und die Thüringenwahl. Diese Aussage verstößt gegen alle Grundprinzipien des Grundgesetzes und der Verfassung von Thüringen auch. Seit Wochen entwickelt sich Mitteleuropa zum Aufmarschgebiet der US-Armee. Im Manöver Defender Europe 2020 marschieren insgesamt rund 37.000 Soldaten in Richtung Osten. Doch welche Rolle spielt Deutschland bei dieser Kriegsübung? Und weiß die Bundesregierung überhaupt, was die Amerikaner auf deutschem Boden tun? Amerikanische Panzer auf dem Weg nach Osten. Seit Februar übt die US-Armee den Durchmarsch von der Nordsee an die russische Grenze. Mit 37.000 Soldaten ist Defender Europe das größte Manöver seit über 25 Jahren. Und aus Sicht Washingtons ist es nicht nur eine Militärübung. Dieses Manöver ist nicht nur ein Symbol. Es ist der tiefere Sinn dessen, was wir meinen, wenn wir über kollektive Sicherheit in Europa sprechen. Mit Leben erfüllen sollen diesen tieferen Sinn auch 20.000 Amerikaner. Das vor allem in Polen und Litauen, aber auch Georgien geübt wird, macht deutlich, das Ziel heißt Moskau. Wir veränderten uns von einer schnell präsenten Armee, basierend auf einer Strategie der Vorneverteidigung, zu einer Armee der Machtprojektion und einer Strategie der Verstärkung. Die Ereignisse des Jahres 2014 führten zu einer gewissen Dringlichkeit. Wir haben begonnen, unsere Strukturen in Europa wieder ein wenig aufzubauen. Wir haben die Rotationen begonnen. Auch die Bundeswehr ist an Defender 2020 beteiligt und vor allem für Logistik zuständig. Begleitet wird das Manöver von der Übung Defender Pacific im südchinesischen Meer. Beobachter sehen darin Drohgebärden auch gegen China. Wird die Bundeswehr durch die Übung einmal mehr zum Helfer einer US-Einkreisungspolitik? Die Gefahr besteht generell, dass Deutschland in die Außenpolitik der USA mit hineingezogen wird. Dagegen müssen wir uns natürlich verwehren. Das ist nicht ganz einfach. Wir sind Teil der NATO, aber wir müssen auch eine eigene Haltung haben. Ob Washington diese Haltung interessiert, ist zweifelhaft. Koordiniert wird Defender 2020 auf US-Basen in Deutschland, darunter auch dem Drohnenflugplatz Ramstein. Die Einzelheiten bleiben offenbar Geheimnis der Amerikaner. Wir fragten die Bundesregierung und die Bundesregierung erklärt, sie habe die USA gefragt, aber die USA antworteten nicht. Fällt der Bundesregierung irgendwas auf? Fällt ihr auf, dass der Gast USA die Auskunft gegenüber dem Gastland Deutschland verweigert, was sie auf deutschem Territorium treiben? Ein Treiben, das noch bis in den Frühsommer andauert. Im kommenden Jahr wollen die US-Truppen zurückkehren für Defender Europe 2021. Am Donnerstag diskutierte der Bundestag auch über Defender Europe. Die Linke forderte ein Ende der Unterstützung für die Übung und den Abzug der US-Truppen aus Deutschland. Kompakt TV hat die Debatte zusammengefasst. Die US-amerikanische Militärbasis in Ramstein aber dient als Relaisstation für die US-amerikanischen Drohnenmorde. Das heißt, Ramstein wird dazu genutzt, um Menschen weltweit ohne jedes Gerichtsverfahren auf Befehl des US-Präsidenten zu töten. Und wenn Sie diese US-Soldaten abziehen, sage ich, Herr Trump, nehmen Sie auch gleich Ihre US-Atomwaffen aus Büchel mit nach Hause.
Massenvernichtungswaffen in Deutschland machen uns nicht sicherer, meine Damen und Herren, sondern unser Land zu einem potenziellen atomaren Schlachtfeld. Die Kollegin hat gerade gesagt, auf Englisch, Amis go home. Und so in der Tat könnte man diesen Antrag, diese Anträge überschreiben. Aber um das gleich am Anfang klarzustellen, ich, meine Damen und Herren, und ich glaube, der Großteil dieses Hauses und der deutschen Bevölkerung ist sehr froh und von Herzen dankbar, dass die Freunde aus den USA uns beschützen. Und ich sage und rufe von dieser Stelle aus, danke, dass wir auch wegen des amerikanischen Schutzes hier in Freiheit und Wohlstand leben können, meine Damen und Herren. Zunächst hat Deutschland seine eigene Verteidigungsfähigkeit über Jahrzehnte hinweg abgebaut und letztlich auf andere NATO-Staaten ausgelagert. Den versprochenen eigenen Beitrag von 2% für diesen von Dritten errichteten Schutzschirm hat Deutschland bis heute nicht geleistet. Und jetzt will die Linke auch noch die hier stationierten US-Soldaten in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Land verweisen. Und dann? Auch die AfD will auf Dauer keine ausländischen Truppen auf deutschem Boden haben. Aber vorher müssen wir doch erst einmal klären, wie wir zukünftig unser Land vor militärischen Angriffen schützen wollen. Wir Europäer brauchen im Umgang mit den USA, wie ich finde, etwas mehr Selbstbewusstsein. Aber ich muss mich dann schon fragen, ist es im Interesse Europas, wenn, so zitiere ich mal aus Ihrem Antrag, dass alle ausländischen Truppen die Bundesrepublik Deutschland verlassen, wie Sie das gefordert haben? Also, man könnte etwas böse sagen, Deutschland den deutschen Truppen. Aus Berlin zugeschaltet ist jetzt der außenwirtschaftliche Sprecher der AfD-Fraktion Hans-Jörg Müller. Herr Müller, als einziges Mitglied Ihrer Fraktion haben Sie der linken Abgeordneten Sevim Dagdelen demonstrativ Beifall geklatscht. Weshalb? Also die Frage finde ich ja schon interessant, weil ich wüsste jetzt nicht, dass es in der Geschäftsordnung oder in der Ordnung der Fraktion einen Klatschzwang oder ein Klatschverbot geben würde. Sondern als ich ja noch nicht im Bundestag war, habe ich mich immer darüber aufgeregt, als normaler Bürger, dass man immer nur klatscht in allen Fraktionen, wenn die eigenen Leute was sagen. Und wenn aber Politiker aus anderen Fraktionen, die vielleicht was Sinnvolles sagen, dass dann immer nicht geklatscht wird. Also dieser ganze Parteienklüngel, den hatte ich ja schon da oben. Das war wahrscheinlich mit ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, um das zu ändern. Und ich lasse mich hier nicht vorschreiben, wann ich klatschen muss. Und ich lasse auch nicht vorschreiben, wann ich nicht klatschen darf. Wenn jemand was Vernünftiges sagt aus einer anderen Fraktion und ich den Inhalt für gut befinde, dann klatsche ich. Und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht sich in unserer Fraktion auch andere Leute trauen würden. Nun ist es eine Frage, wer wem applaudieren darf und wer nicht. Doch wie stehen Sie inhaltlich zum Antrag der Linken? Er hat ja auch einen Grund, warum ich geklatscht habe für den Inhalt. Also ich meine, es gibt übrigens das hier. Ich meine, das sollte eigentlich verbindlich sein für jeden Funktionsträger der AfD, der unsere Partei, unsere Mitglieder in einem Parlament vertritt. Und da steht auch ganz klar drin, im Punkt 4.2, dass die Mitgliedschaft in der NATO den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands dann entspricht, soweit sich die NATO auf ihre Aufgabe als Verteidigungsbündnis beschränkt. Das ist eine ganz klare Festlegung in unserem Grundsatzprogramm. Die NATO mag ja mal ein Verteidigungsbündnis gewesen sein bis 1989, da stelle ich ja gar nicht in Abrede. Aber die NATO hat sich ja inzwischen völlig geändert in ein globales, imperialistisches, auch wenn ich jetzt mal dieses Wort verwende, Herrschaftsinstrument von Amerikas Gnaden, wo dann die Vasallenstaaten, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, dann nur noch ihre Aufgabe erfüllen dürfen. Das heißt, wir sagen, die NATO ist dann im Interesse Deutschlands, wenn sie ein Verteidigungsbündnis ist. Und das ist ja faktisch nicht mehr, das weiß doch auch jeder. Und deswegen haben wir auch als weiteren Punkt, alles kann man im Kapitel 4.2 unseres Grundsatzprogramms nachlesen, ja auch stehen, dass sich die AfD für den Abzug aller auf deutschem Boden stationierten alliierten Truppen und insbesondere ihrer Atomwaffen einsetzt. Und das war genau der Antrag der Linken. Das heißt, die Linken haben einen Antrag gebracht, der hier in diesem Punkt genau auch dem Grundsatzprogramm der AfD entspricht. Dann muss ich klatschen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich alle anderen aus der AfD-Fraktion nicht geklatscht haben. Nur weil die Linken etwas sagen, was wir auch sagen. Sie halten die ganze Zeit Ihr Parteiprogramm in die Kamera. Von einem NATO-Austritt Deutschlands steht jedoch nichts drin. Genau das sage ich ja auch.
Wir haben im Parteiprogramm stehen, dass wir für den Verbleib in der NATO sind, in einem NATO-Verteidigungsbündnis. Das ist ja genau die Krux an der Geschichte. Wenn die NATO wieder ein Verteidigungsbündnis werden würde, was sie bis 1989 war, dann ist das ja auch so in unserem Parteiprogramm klar geregelt. Aber die Art und Weise, wie die NATO umfunktioniert wurde nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, dass sie eben nichts mehr verteidigt, sondern eigentlich nur ein Erfüllungsbündnis geworden ist für den amerikanischen Hegemonialanspruch über die ganze Welt, stelle ich doch nur eine Frage. Ich stelle doch nur die Frage, ob wir dann noch die Geschäftsgrundlage haben. Die Geschäftsgrundlage für diesen Parteitagsbeschluss damals war gewesen, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Und wenn man nicht völlig blind durch die Welt läuft, dann sieht man aber, dass sie eben nicht mehr verteidigt, sondern eigentlich nur noch ein Erfüllungsbündnis ist für den amerikanischen Hegemonialanspruch über die ganze Welt. Und ich stelle nur eine Frage, ist diese Geschäftsgrundlage noch gegeben oder ist sie vielleicht weggefallen? Und diese Frage würde ich mir wünschen, wenn unsere Parteigremien offen diskutieren, offen und ohne Scheuklappen. Das sollten wir, denke ich, mal offen diskutieren dürfen. Und insofern befinde ich mich auch hier auf dem Boden des Parteiprogramms der Alternative für Deutschland. Die türkische Armee unterstützt nach Angaben irakischer Medien die Offensive islamischer Truppen in der syrischen Provinz Idlib. Ziel der Angriffe ist demnach die Rückeroberung der strategisch wichtigen Stadt Sarakep, die sich seit 8. Februar in den Händen der syrischen Armee befindet. In der Region sind insgesamt 3 dschihadistische Milizen aktiv, darunter die Al-Qaida-nahe HTS sowie die uigurische Islamische Partei Turkestans. Bereits zuvor war es in Idlib zu Kämpfen zwischen der türkischen und der syrischen Armee gekommen. Die Provinz Idlib befindet sich als letzte Provinz Syriens unter Kontrolle verschiedener sogenannter Oppositionsgruppen. Nach Angaben der Vereinten Nationen befinden sich seit Dezember mehr als 500.000 Menschen auf der Flucht. Kathedralen des Verkehrs sind sie schon lange nicht mehr. Doch inzwischen entwickeln sich Bahnhöfe in Deutschland zu regelrechten Angstzonen. Denn willkürliche Übergriffe sind zwar nicht an der Tagesordnung, aber sie häufen sich. Erstmals hat es diese Furcht nun auf Platz 2 der größten Sorgen im jährlichen Sicherheitsreport geschafft. Und das offenbar nicht ohne Grund. Diese Bilder schockieren ganz Deutschland. Aus heiterem Himmel tritt Svetoslav S., eine junge Frau, eine Berliner U-Bahn-Treppe herunter. Und solche Gewaltausbrüche sind längst keine Einzelfälle mehr. Der Sicherheitsreport 2020 zeigt es nun schwarz auf weiß. Immer mehr Deutsche haben Angst, zu Opfern zu werden. Plötzlich gewalttätiges Verhalten gegenüber Unbekannten und Unbeteiligten, zum Beispiel, dass jemand eine Treppe hinuntergestoßen wird, vor einen einfahrenden Zug gestoßen wird, das ist natürlich von der Zahl der Delikte, ist das eine kleine Zahl. Aber es ist etwas, was die Leute zutiefst erschreckt, weil sie sagen, das ist etwas, das hat es so früher nicht gegeben. Die Zahl der Übergriffe stieg vor allem in den letzten Jahren stark an. In Berliner U-Bahnhöfen wurden 2013 rund 1.500 Fälle von Körperverletzungen registriert. 2017 waren es knapp 1.900. Bei Sexualdelikten stieg die Anzahl sogar von 36 auf 125. Diese Angaben der Berliner Landesregierung zeigen, praktisch jeder U-Bahnhof in der Hauptstadt ist betroffen. Angaben zu den Tätern veröffentlichen die Behörden nur selten.
Fahndungsbilder wie diese zeigen jedoch fast durchweg Männer aus dem Nahen Osten oder Afrika. Auch vermehrte Attacken auf Rettungs- und Sicherheitskräfte machen den Deutschen Sorgen. Wenn wir uns hier nämlich mal anschauen, welche Straftaten nach dem Eindruck der Bevölkerung in Deutschland zunehmen, dann steht an der Spitze gewalttätiges Verhalten gegenüber Rettungs- und Sicherheitskräften. Und das ist ein Phänomen, von dem vor 10 Jahren eigentlich noch niemand gesprochen hat. So verdoppelten sich 2011 und 2017 die registrierten Angriffe auf Feuerwehrleute. Die Realität ist noch schlimmer. Eine Erhebung der Universität Bochum für Nordrhein-Westfalen zeigt, nur 20% der Attacken werden überhaupt erfasst. Aus Sicht vieler Deutscher schaut der Staat der steigenden Kriminalität allgemein weitgehend tatenlos zu. 70% sagen, es gibt rechtsfreie Räume. Lediglich 12% glauben das nicht. Sei es, dass es bestimmte Gegenden in einer großen Stadt gibt, wo sich die Sicherheitskräfte nur schwer hineintrauen überhaupt, oder sei es, dass bestimmte Personengruppen nicht konsequent verfolgt werden. Kein Wunder, dass Gewalt und Kriminalität 2020 die größte Sorge der Deutschen ist. Mit einer 14 Millionen Euro teuren Kampagne will der niederländische Fußballverband die gegenseitige Überwachung von Fans in Stadien fördern. Kern des Programms ist eine App, über die rassistische Äußerungen gemeldet werden können. Möglich sei dies durch einen bereitgestellten Fragebogen, Sprachnachrichten oder Fotos. Wir machen es Spielern, Vereinen und Fans leichter, diskriminierende Aussagen zu melden. Wir machen es einfacher, Beweise zu sammeln, damit die Täter schneller bestraft werden können, heißt es in einer Erklärung. Zudem plant der Verband eine verstärkte Videoüberwachung der Tribünen. Unverzeihlich, so nannte Angela Merkel die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten. Zugleich verlangte die Kanzlerin, die Abstimmung rückgängig zu machen. Ist Merkel damit zu weit gegangen? Hat sie sich unrechtmäßig in die Autonomie der Bundesländer eingemischt? Zugeschaltet ist mir jetzt der Staatsrechtler Karl Albrecht Schachtschneider. Herr Professor Schachtschneider, aus rechtlicher Sicht, ist Merkel zu weit gegangen? Also diese Aussage verstößt gegen alle Grundprinzipien des Grundgesetzes und der Verfassung von Thüringen auch, nämlich gegen das demokratische Prinzip, gegen das Bundesstaatsprinzip und auch gegen das Rechtsstaatsprinzip. Das Wichtigste ist sicherlich der Verstoß gegen das demokratische Prinzip. Sie hat sich da als Autokratin gezeigt. Und es hatte ja auch Wirkung, aber die Abgeordneten des Landtages in Thüringen sind unabhängig von Weisungen und Aufträgen und nur ihrem Gewissen verpflichtet. Jeder hat die Verantwortung dafür, dass das Land eine Regierung hat und dass ein Ministerpräsident gewählt wird. Und es ist völlig unabhängig davon, wer wem die Stimme gibt, die parteienstaatliche Strukturierung des Landtages ist insofern unerheblich. Es darf Parteien geben, das steht auch in der thüringischen Verfassung und es steht im Grundgesetz, aber es ist ein ständiger Widerspruch zwischen der Parteienstaatlichkeit in Deutschland und den großen Prinzipien, insbesondere dem demokratischen Prinzip. Also man muss sprechen von einer parteigeprägten Demokratie und das ist immer eine Schwierigkeit. Aber durchsetzen muss sich in Deutschland das Recht. Nach der Wahl Kemmerichs gab es in Erfurt umgehend Demonstrationen. Die linken Vorsitzende Katja Kipping hat diese Mobilisierung ausdrücklich gelobt. Ist das eine Aushebelung des Parlaments durch die Straße? Das ist gegen das parlamentarische Prinzip, gegen das Credo, kann man geradezu sagen, des demokratischen Prinzips, das natürlich parlamentarisch verwirklicht wird, dass also die Gewaltandrohung auf der Straße nicht unterbunden werden, hinreichend, sodass sich also ein gewählter Ministerpräsident seine Familie nicht sicher fühlen können, ist wirklich erschreckend. Aber das bestimmt ja unseren Alltag leider mehr und mehr. Ich wäre der Meinung gewesen, dass der neue Ministerpräsident das hätte durchhalten sollen. Er hat das Recht, die Minister zu ernennen. Dafür braucht er nicht die Zustimmung des Landtages. Er hätte dann mit dieser Regierung
seine Arbeit machen können, so gut es geht. Es wäre natürlich schwer gewesen, Gesetze zu beschließen. Das hängt auch von der Sache ab. Er hätte es versuchen sollen und nicht sofort sich zurückziehen sollen. Das ist ja meines Erachtens das eigentliche Unglück, dass er da nicht durchgehalten hat. Denn die ganze Aktion der Wahl war ja in keiner Weise überraschend, sondern war abgesprochen, war geplant. Alle wussten Bescheid, ob auch Herr Lindner von der FDP ist unklar, es wird natürlich bestritten, aber jedermann weiß, dass das schon überlegt war und alle wussten, was sie tun und dass da ein Ministerpräsident gewählt wird mit der Zustimmung der größten Oppositionspartei. Wir leben in einer politischen Kultur, wo Nazi und Faschist zu den üblichen Schimpfwörtern gehören. Björn Höcke darf man angeblich sogar per Gerichtsbeschluss einen Faschisten nennen. Wie ist diese Entwicklung zu bewerten? Es ist ein Trauerspiel. Und da versagen auch die Gerichte. Es ist mehr als bedauerlich, dass es die Beschimpfung Nazi, die schwere Beleidigung ist, nicht unter Strafe gestellt wird, dass das als eine Meinungsäußerung eingestuft wird. Das ist ehrverletzend und da sind die Grenzen der freien Meinungsäußerung überschritten. Das gilt natürlich auch für faschistisch, wobei ich bemerken will, dass die Berufung auf den Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen in Sachen Björn Höcke, dass er faschistisch genannt werden könne, der mit diesem Beschluss überhaupt nicht übereinstimmt. Das war ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, in dem also eine sozusagen die aufschiebende Wirkung eines Einspruchs gegen eine Maßnahme der Stadt Eisenach da wiederhergestellt wurde vom Gericht. Da ist bemerkt worden, dass das Wort faschistisch noch in den Bereich der Meinungsäußerungsfreiheit fallen könnte. Entschieden wurde das durch nichts, dass Björn Höcke als ein Faschist bezeichnet werden kann, sondern in dem Eilverfahren. Das Gericht hat sich extra vorbehalten, das noch genauer zu bedenken, ist das nur so gemacht worden. Es musste ja irgendwie das Eilverfahren, ob nämlich eine Demonstration gegen einen Vortrag oder eine Rede von Höcke stattfinden dürfe, entschieden werden. Also daraus wird hergeleitet, dass Björn Höcke ein Faschist genannt werden dürfe. Das ist diesem Beschluss schlechterdings nicht zu entnehmen. Wir sagen aber Ja zu einer innerlichen fundamentalen Opposition, um diesen Staat, den wir erhalten wollen, vor den verbrauchten politischen Alteliten zu schützen. Die führenden Altparteienpolitiker sind zu erbärmlichen Apparatschiks geworden, die nur noch ihre Funde verteilen wollen. Wir durchbrechen die Schweigespirale, wir gehen raus zu den Menschen, um sie aufzuklären und nochmal aufzuklären. Wir werden das so lange durchhalten, bis wir in diesem Lande 51% erreicht haben. Gut zwei Jahre nach der Einführung des sogenannten dritten Geschlechts wurden in Deutschland kaum Neugeborene in die entsprechende Kategorie eingetragen. Wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, wurden 2018 insgesamt 15 Säuglinge amtlich als divers erfasst. Die Grünen machten unterdessen Diskriminierung für die ausbleibenden Kinder mit dritten Geschlecht verantwortlich. Die niedrigen Zahlen von Säuglingen mit Geschlechtseintrag divers sind vor allem ein Hinweis auf die fehlende Akzeptanz in der Gesellschaft, dass es mehr gibt als Mann, Frau, so der querpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Sven Lehmann. Und damit verabschiedet sich die Woche Kompakt für heute. Ihnen gefällt unsere Arbeit? Dann unterstützen Sie uns doch mit einem Gefällt mir für dieses Video, einem Abonnement unseres Kanals oder unseres Monatsmagazins. Herzlichen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!